Überraschung und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Lückenfüller, den ich schnell aufgenommen habe, bevor es mit Medieval Total War 2 losgeht. Das Ganze geht zurück. Entschuldigung bitte, ich habe ein bisschen Husten heute. Also, das Ganze geht zurück auf eine Anregung vom André, der gemeint hat, spiel doch mal die Makedonen. Und ich habe mir gedacht, alles klar, wird sofort gemacht. Wir spielen noch eine kurze Kampagne mit den Makedonen und da sind sie. Wir spielen eine Griechenfraktion, wir starten ja im Jahr 270 vor Christus. Alexander der Große ist schon tot, an einer fiebrigen Erkrankung ist er erlegen und wir spielen also eine Nachfolgerfraktion des Großen Reiches von Alexander dem Großen. Wir müssen die griechischen Städte und Thrakien einnehmen. Das ist für eine kurze Kampagne relativ ungewöhnlich, dass man also eben zwei Fraktionen besiegen muss. Und ich kann's ja schon mal so sagen, ich habe das Spiel schon einmal angezockt. So, ich glaube 15 Runden oder 20 Runden, also es war jetzt nicht so viel, aber ich habe es schon mal angespielt. Und das Problem war also folgendes, dass die Römer sich ziemlich bald mit den Griechen verbündet haben und dann, dass sich auch die Thraker und Dakien miteinander verbündet haben und mich dann konzertiert quasi angegriffen haben. An sich ist diese Kampagne nicht so schwer, weil wir relativ starke Einheiten wieder haben. Wir haben vor allen Dingen eine immens starke Kavallerie. Das ist ja jetzt natürlich was, was in der Antike nicht so ausschlaggebend war. Also wir spielen ja die Nachfolger von Alexander dem Großen und Philipp dem Zweiten. Philipp der Zweite, ein absolut genialer Stratege und reformwilliger Herrscher, hat ja überhaupt erst die Grundlagen für Alexanders großes Reich später gelegt, das jetzt so einen der größten Reiche in der Antike auch zählt. Warum der Philipp so erfolgreich war, das liegt an der sogenannten Sarissa. Und das war eine ungefähr 5,5 Meter lange Lanze, die benutzt wurde, um eben mit Phalanx-Einheiten die Gegner auf Distanz zu halten und einfach platt zu walzen. Der Name Phalanx bedeutet ja auch so viel wie Walze. Die berühmte makedonische Kavallerie, die wir hier spielen werden, die hat's natürlich so nicht gegeben. In der Antike gab es noch nicht diese schweren Kavallerieeinheiten, wie jetzt beispielsweise im Mittelalter. Wir werden das ja bei Medieval Total War 2, werden wir das ja sehen. Übrigens ja auch beispielsweise das Hufeisen wurde ja auch erst im Mittelalter erfunden. Also das muss man auch dazu sagen. Die Antike kannte überhaupt kein Hufeisen. Das Hufeisen wurde erst später notwendig, damit die, weil die Ritter halt so schwer waren auch und weil die Rüstungen so schwer waren, damit die Pferde gescheit laufen konnten. Und was kann ich noch sagen? Also Problem hier bei der Kampagne sind natürlich die Römer. Wir haben aber eine extrem überlegene Kavallerie, die wir benutzen werden. Und wir spielen also ein Nachfahren-Königreich von Alexander dem Großen, die sogenannten Diadochen. Seine ehemaligen Generäle haben ja die Herrschaft untereinander aufgeteilt. Die Ägypter zum Beispiel unter Ptolemaios. Ganz bekannt seine Tochter Kleopatra, die also eigentlich eine Griechin war und gar keine, also ja, wie würde man sagen, also es war eigentlich gar keine Ägypterin, sondern es war eigentlich eine Griechin und natürlich trägt die Stadt Alexandria immer noch den Namen ihres Gründers. Die Seleukiden haben wir ja schon mal gespielt und spielen wir jetzt also die Makedonen, eine Fraktion, die also versucht, die Nachfolge Alexanders des Großen anzutreten. Ja, und ich meine, insofern ist es natürlich realistisch, die Makedonen hatten in der Tat große Probleme mit den Römern und die Römer haben ja auch tatsächlich am Ende gesiegt. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, die griechischen Stadtstaaten hier, die auf Syrakus, also auf Sizilien starten, haben in der Regel immer direkt Trouble mit den Römern. Und das wird hier definitiv, denke ich, nicht passieren, sondern die Griechen und die Römer werden uns beide angreifen, dann werden uns die Thraker und Dakien im Norden angreifen und dann haben wir kein so leichtes Spiel. Aber trotzdem, wir spielen ja, Entschuldigung,
Wir spielen ja eine kurze Kampagne. 15 Provinzen müssen wir halten und die zwei Fraktionen eben die Thraker, ne? Ja, genau, die Thraker und die griechischen Städte müssen wir besiegen. Das sollten wir schaffen und ich denke, dass die Griechen uns die meisten Probleme bereiten werden, denn wir müssen, wenn wir die Griechen besiegen wollen, sowohl die Griechen von Sizilien runterschmeißen, als auch in Pergamon, wo die Griechen ja auch noch eine Stadt haben. Okay, jetzt hier zu dieser Fraktionsbeschreibung. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Das habe ich soweit eigentlich alles erwähnt. Wir starten dann einfach mal direkt durch mit der Kampagne und ich hoffe, ihr fandet das jetzt am Anfang, meinen kleinen historischen Exkurs, eine interessante Anregung und macht euch, also vielleicht konnte ich ja bei dem einen oder anderen auch ein bisschen das Interesse wecken für das Königreich Alexanders des Großen. Ist ja ein Herrscher, über den sehr viele Bücher geschrieben wurden und über den es auch recht viele gute Bücher gibt, muss man dazu sagen. Aber jetzt gehen wir direkt medias in res. Wir starten mit 4 Städten. Und ich habe, als ich das angespielt hatte, folgende bizarre Situation. Die Römer starten ja auf Sizilien und der erste Senatauftrag, den die Scipionen bekommen, ist ja, glaube ich, Syrakus zu erobern, eine griechische Stadt, erklären dann also den griechischen Stadtstaaten den Krieg. Und die Griechen haben ja eben immer das Problem, dass die Makedonen hier oben hocken und dann die Gefahr besteht, dass die Makedonen direkt die Griechen hier auslöschen und dann haben die Griechen nur noch ein bisschen hier ihre Siedlungen hier und auf Rhodos. Und das ist es dann schon eigentlich fast. Und bei mir war es also so, dass die Römer und die Griechen sich dann verbündet haben in Runde 5 oder so, um mich dann gemeinsam niederzuknüppeln. Denn das ist natürlich gefährlich für uns. Die Brutii wollen hier rüber. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt. Ich guck mal gerade nach. Erst nochmal vielen Dank, Jens. Der Jens hat mir nämlich so eine Karte geschickt und geschenkt, wo die ganzen Städte drauf sind. Die ist total klasse. Und das macht es mir jetzt einfacher. Also, Apollonia wollen die, das ist die Stadt über Thermon. Und natürlich Salona, das sind also so die Städte, in die Brutii immer sehr früh expandieren. Und das könnte für uns eine große Gefahr werden, weil die Römer sind halt einfach echt richtig hammerharte Motherfucker. Okay, gut. Gerade was sie, also weil die halt so unglaublich starke Truppen haben. Wir machen Folgendes. Wir Kann holen ich uns etwas tun? natürlich auf jeden Fall, das kennt er von meiner Strategie, ich hole mir mittlerweile jetzt immer erstmal Handelsrechte, egal mit welchen Fraktionen. Und auch wenn ich mit denen Krieg bekomme, ich versuche mir doch immer zuerst die Handelsrechte zu holen. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir holen uns Handelsrechte mit den Griechen, am besten in Thermon, würde ich sagen. Moment mal, wir haben ja ein Schiff, wir bleiben aber mal da oben stehen und haben mal Das zwei. Wir Schiff haben ist sogar bereit. zwei. Ziemlich geil. Unser erstes Ziel ist natürlich Athen. Dadurch, dass wir Korinth halten, haben wir schon ein Weltwunder, die Zeus-Statue von Olympia, die fünf, ich glaube, erhöht die öffentliche Ordnung um 20%, glaube ich, oder so sogar. Das ist natürlich der Wahnsinn für uns. Wir können also überall mit den Steuersätzen schön hochgehen. Hehehe. Machen wir auch mal direkt. Und ich mache jetzt heute noch mal eine etwas modifizierte Taktik. Die Taktik heißt keine Landwirtschaft ausbauen. Denn ihr erinnert euch vielleicht noch an meine großen Probleme, die ich hatte mit, na, wie hieß es noch mal? Campus Chattii, glaube ich, war es. Da hatte ich immer Probleme mit öffentlicher Ordnung. Und ich habe dann also ganz lange drüber nachgegrübelt. Wir konnten es ja auch jetzt nicht endgültig klären, aber einer meinte, es könnte daran sein, dass die Rodungen und halt die ausgebauten Landwirtschaftsgebäude für Unruhe sorgen. Aus irgendeinem Grund. Und wenn man die nicht baut, dann hat man zwar ein bisschen weniger Geld, aber dafür kann man das Bevölkerungswachstum in den Städten besser kontrollieren. Und genau das werden wir machen. Wir werden keine Landwirtschaft ausbauen, um damit den Bevölkerungszuwachs in den Städten besser kontrollieren zu können. Ihr wisst auch noch aus meiner Kampagne mit den Seleukiden war es, glaube ich, dass in Thessaloniki irgendwann die Pest kommt. Und insofern müssen wir bei der Stadt natürlich besonders aufpassen. Hier werden wir wahrscheinlich doch eher auf Wirtschaftsgebäude gehen. Am Anfang natürlich auf Militärgebäude, aber da werden wir dann eine Zeit lang nicht viel von haben von dieser Stadt. Wir gucken erstmal in unsere Finanzen rein
Und jetzt sehen wir was ganz Bemerkenswertes. Wir haben nämlich nur eine Armee, also einen Armeeetat von 2866 Denaren und das ist phänomenal wenig. Wir machen 4180 Denare Steuern und diesmal versuche ich nur mit den Truppen auszukommen, wie ich sie auch durch meine Steuergelder finanzieren kann. Das heißt, ich werde da nicht mehr Truppen rüsten. Dann gibt es noch folgendes Problem. Wir haben keinerlei Fernkampfgebäude irgendwo stehen. Weder in Larissa noch in Thessaloniki noch sonst irgendwo. Ich gucke aber nochmal ganz kurz hier nach. Jawohl. Also es wird folgendermaßen aussehen. Wir können hier schon die leichten Lanzenreiter bauen. Die sind für uns eine super, super, duper wichtige Einheit, denn die sind relativ stark und kosten nicht so viel. Ich zeige es euch nochmal kurz. 140 Unterhalt, das ist weniger als eine Einheit Peltasten. Rekrutierungskosten 370, das ist ja nur ein bisschen mehr als diese Zwangspikiniere. Das ist also natürlich ein riesen, riesen Vorteil für uns. Und was dürfte wohl das Erste sein, was wir machen? Ganz genau, wir belagern und versuchen Athen direkt zu erobern. Und ich guck mal, wie weit ich da mit meinen Einheiten komme. Noch nicht so weit, ne? Schauen wir mal ganz kurz rein. 4 Einheiten haben wir drin. Wir werden mal auf jeden Fall die Jungs hier nehmen. Es gibt manche Leute, die belagern Sparta. Das werde ich aber nicht machen. Ich werde darauf bauen, dass die Griechen sich trotzdem zuerst mal mit den Römern ein bisschen prügeln. Und werde da also mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Okay, alles klar. Ich speichere das hier mal ganz kurz ab in der Situation und belagere jetzt mal Athen. Und ich würde Athen eigentlich ganz gerne aushungern, denn Athen hat eine ziemlich gute Stadtmauer und ich hole mir keine Söldner. Ich versuche mir diesmal nur kretische Bogenschützen zu holen. Das ist das Einzige, was ich mir diesmal holen möchte. So, dann bauen wir hier natürlich erstmal eine Runde Bauern. Kennt ihr ja auch von mir. Zur Garnisonierung. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier unsere Kavallerie. Ah ja, jetzt können wir vielleicht auch sehen, was da drin ist. So, ne? Eine Menge Hopliten und ein paar Peltasten. Peltasten killen wir natürlich mit unseren Bogenschützen. Hopliten müssten wir natürlich auch mit Hopliten irgendwie wegplätten oder versuchen wegzuplätten. Dann nehmen wir noch hier den Gyras, oder? Das ist der Gyras, genau, das ist unser Seitenerbe, den nehmen wir direkt auch mit dazu. Ich will nämlich noch eine dritte Taktikänderung ausprobieren diesmal. Ihr kennt das vielleicht noch. Aus meiner Scipionen-Kampagne, da hatte ich echt übelste Probleme mit den Statthaltern, weil die Statthalter irgendwann nur noch grottenmiserabel sind. Und ich habe jetzt gedacht, ich glaube, es ist auch sowieso bei Rome Total War nicht möglich, einigermaßen ordentliche Statthalter zu bekommen. Ja, ich glaube, das geht eigentlich nicht. Das ist nicht machbar. Und jetzt kann ich die nicht an Land nehmen. Schade. Okay, machen wir es nächste Runde. Es ist nicht möglich, halbwegs ordentliche Statthalter bei Rome Total War zu kriegen. Also mache ich das erst gar nicht, sondern schicke die Generäle alle ins Feld. Die kommen alle ins Feld bei mir. So, hier bauen wir natürlich. Ne, Moment mal, ich mache mal hier ein bisschen, kürzer. Hier oben mache ich überhaupt nichts, was Garnison anbelangt. Stattdessen nehme ich auch hier unseren Statthalter direkt raus und schicke den Richtung Byzanz. Aber natürlich nicht durch das Gebiet der Thraker, die ja hier hocken, sondern hier unten lang. Und dann gehen wir auch hier nochmal ganz kurz mit den Steuern ein bisschen runter. Wir werden bald mit den Steuern wieder überall extremst in die Höhe gehen können. Ihr kriegt auch noch ein paar Leute mit, nämlich unsere ganzen richtig genialen Kavallerieeinheiten. Obwohl, bei der makedonischen Kavallerie, da gibt es ein Problem, die werden wir sehr lange nicht fortbilden können. Und das ist ein bisschen schade. Also müssen wir pfleglich mit denen umgehen. Natürlich nur versuchen, flüchtende Einheiten aufzureiben etc. So, die Jungs kommen natürlich noch hier mit dazu. Kriegen wir vielleicht hier andere Söldner? Kriegen wir auch nicht. Sind das Bastaren? Nee, das sind keine. Die Bastaren sind die einzigen Söldner mit diesen Sicheln, die ich sehr gut finde. Denn die haben 2 Trefferpunkte, sind damit nur sehr schwer kaputt zu kriegen. So, ich denke, wir nehmen auch noch hier die Hopliten direkt mit. Und dann gehen wir hier mal nur auf hoch. Dann haben wir überall hohe Steuersätze und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Hat der Typ dann gutes Gefolge? Denn unseren Seitenanführer werde ich, glaube ich, eine Zeit lang in Thessaloniki drin lassen. Der ist nämlich ein guter Bürokrat. Der taugt was. Der hat einen Schildträger. +1 Tapferkeit zur Leibwache des Generals. Dann machen wir das auch an der Stelle kurz. Dann kriegt den Schildträger nämlich jetzt hier unser Familienmitglied.
Und der Bursche, der rennt jetzt wieder zurück in die Stadt. So. Denn er wird, ich glaube, ich lasse ihn so lange in Thessaloniki drin, bis er dann irgendwann das Zeitliche segnet. Und hier bauen wir natürlich auch noch einen Bauern, damit wir hier schnell mit den Milizhopliten raus können. Wir haben natürlich hier drüben noch die Rebellenstädte und die versuchen wir uns auch bald zu holen. Ich denke aber, dass sehr schnell die Brutii ankommen werden und hier versuchen, durchs Gelände zu sneaken. Und da will ich dann natürlich mich nicht drauf einlassen und will die dann halt eben direkt wegknüppeln. So, jetzt gucken wir mal die Stadtbevölkerung. Wo ist die denn besonders hoch? In Thessaloniki wahrscheinlich nur, ne? Ja. Ist ansonsten relativ gleich. Ich meine aber immer, dass Larissa etwas schneller wächst als Korinth. Insofern, schauen wir nochmal ganz kurz hier rein. Hier können wir aber allerdings gar nichts bauen. Ne, dann gehen wir doch hier auf den Übungsplatz. Und dann gehen wir hier, hier können wir ja schon Kavallerie rüsten. Oder? Ja, hier gehen ja noch nicht mal normale Milizhopliten, ne? Das ist natürlich nix. Und wir bauen erstmal so ein paar unserer Kavalleriestelle und so weiter aus, damit wir hier ein bisschen mehr mit anfangen können. Leichte Lanzenreiter. Und das nächste ist dann griechische Kavallerie. Die ist natürlich nicht so gut. First Turn, erste Runde, Minen direkt bauen, Fragezeichen, ist natürlich verlockend. Ja, ich denke auch mal, wir können ja hier immerhin schon mal was bauen, aber vielleicht... Ja, ich brauche auf jeden Fall Fernkampfeinheiten. Ich habe keine einzige Fernkampfeinheit. Ich brauche zumindest ein paar Peltasten, um hier gescheit arbeiten zu können. Dann bauen wir hier den Hafen, der geht ja schnell. Und dann bauen wir hier die Minen, die gehen auch schnell. Und hier oben bauen wir den Händler. Ne, ich würde dann eigentlich doch gerne die Statthaltervilla bauen. Machen wir es ein bisschen anders. Machen wir doch nicht die Minen in der ersten Runde, machen hier oben direkt die Statthaltervilla. Damit wir da direkt auch weiter ausbauen können. Und dann bauen wir hier... Die sind nicht gleich teuer. Wenn wir hier die bauen... Können wir dann hier noch irgendwas Nettes machen? Ah, dann können wir doch die Minen bauen. Dann haben wir alles Geld ausgegeben, was wir jetzt haben. Ich glaube, das ist ein guter Start. Damit kann ich was anfangen. So, der Typ hat einen Tutor, der hat eine Mime. Plus eins Einfluss. Naja, dann in Herrgotts Namen von mir aus. Okay. Er ist unser General im Feld. Wir speichern mal gerade noch kurz ab und dann gucken wir uns mal an, was uns die erste Runde so bringt. Ach, den habe ich jetzt gar nicht mit aufs Schiff genommen. Der ist egal. Du rennst mir nach Thermon. Holst mir in der nächsten Runde den Deal mit den Griechen. Und jetzt haben wir natürlich hier noch unseren Spion. Und den müssen wir erstmal ein bisschen trainieren. Der ist zwar nicht schlecht, der ist schon recht gut. Aber da geht noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Und unser Spion kann zwei Sachen machen. Der kann mir zum ersten Mal hier versuchen, bei Byzanz die Tore aufzusperren, würde ich sagen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und er muss hier ein Auge auf die Thraker halten, denn ich denke, dass die Thraker sehr bald versuchen werden, Byzanz einzunehmen. Okay, du kannst aber noch ein bisschen weiter, meine ich, als ich das vorhin gesehen habe, ne? Mit denen nämlich. Nur mit denen nicht, ne? Ja, dann laufen wir vor. Belagern können wir ja schon mal. So sieht das dann aus. Das ist unsere erste Runde und ihr wisst, wenn ihr meine Let's Plays kennt, ich liebe das ultra aggressiv zu spielen und ich mag vor allen Dingen schon hier den Erstrundenangriff. Also gucken wir mal, ob uns das was bringt oder ob Athen nicht direkt versucht, einen Ausfall zu machen. Versuchen sie nicht, das ist sehr gut. Dann können wir also hier die Truppen schon mal zusammenführen. Das machen wir auch direkt. So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, wir haben die Einheiten... Also genau auf die Zahl ausgeglichen. Wir haben aber durch die Bogenschützen eine bessere Einheit als die Peltasten. Mit der Kavallerie können wir die flüchtenden Truppen schnell aufreiben. Und Gyras und Damasos, die benutzen wir auch, um die Peltasten zu schwächen, denke ich. Das sollte eine gut funktionierende Taktik sein. Okay, wir müssen jetzt wissen... unsere Finanzlage ist egal. Wir haben jetzt die Runde gar nichts Großartiges gebaut. Wir schauen einfach nur, dass wir jetzt hier die Armee ein bisschen aufpumpen können. Ich will nicht so hohe Verluste haben, aber ich denke auch mit den Leuten hier werde ich versuchen, nach Byzanz zu kommen. Wir schauen in die Finanzen nochmal rein. Ja, wir sind jetzt mit dem Armeehaushalt auch ziemlich auf einer Höhe, was die Steuern anbelangt. Ich werde aber trotzdem nochmal
Wir machen vielleicht einen zweiten Diplomaten und ich schicke einen hier rüber an die Küste. Der soll mir da noch ein paar Deals mit Pontus und so holen. Das wäre noch eine Idee. Jetzt machen wir Kann ich erstmal etwas tun? Folgendes. Wir gehen, ich speichere nochmal kurz ab, wir gehen nach Ich werde Thermon sofort mit Ihnen reden. und wir holen uns erstmal Handelsrechte mit den Griechen. So, wunderbare Sache. Dann verkaufen wir denen unsere Karteninfo für eine einmalige Zahlung von 400 Denaren. Das machen die ja eigentlich immer. Das ist toll für meinen Diplomaten, denn der wird dadurch besser. Der kriegt dadurch mehr Erfahrung. Wir könnten ihnen noch ein Bündnis anbieten. Ich weiß aber nicht, ob wir das machen sollten. Denn wir gucken erstmal, wir warten Sofort. erstmal ab und Weiter gucken, wie geht es sich die nicht. Brutii und die Griechen und die Scipionen und was weiß ich erstmal die Köpfe einschlagen. Das ist sicherlich der interessantere Fall für uns. Und den zweiten Diplomaten versuchen vielleicht echt hier rüber zu setzen. Ich weiß es noch Das nicht Schiff ist genau. bereit. Ich weiß es noch nicht genau. Das ist eine Entscheidung, die vertagen wir mal noch. Und damit wir hier mit dem Geld mal besser. Na, wir lassen den einfach mal drin. Okay. Ja, Larissa dann ist ja leg jetzt los. auch in der Lage, die nächste Einheit Das Schiff Hopliten ist bereit. abzuziehen. Und ich denke, wir benutzen unser Schiffchen Ja. dann mal hier, Befehle? um die Hopliten Weiter! einzusammeln. Und schippern mit Ja, denen hier rum. momentan geht es nicht weiter. So, wo ist unser Spion? Der ist Mein hier. Herr? Unterwegs. Okay, da ist Byzanz und das sieht nach einer relativ schlechten Garnison aus. Da gehen wir auch nächste Runde rein. Begebe mich in Position. Übrigens, Wir das habe können ich nicht vielleicht schon weiter, mal Herr. gesagt, nie direkt hier die Route so Wir festsetzen. Dann sitzen weißt du ja eh, fest, dass da Herr. nächste Runde eine Einheit von uns kommt. Das gilt für Generäle, Wir können Spione, nicht weiter, Herr. außer für Diplomaten. Da ist es wirklich egal. Aber das da sind zwar natürlich Meine gute Herren? Hopliten, aber ich glaube, wir packen die. Weiter! So, jetzt gucken wir Wir mal. Gibt sitzen es hier fest, Sire. Kreta-Bogenschützen? Gibt es immer noch nicht. Schade. Sire! Ich hätte gerne Kreta-Bogenschützen. Ich Stoß weiß, dass es vor! die hier irgendwo gibt. Vorwärts! Naja, okay. Wir holen uns hier ein paar Bauern. Wie sieht denn das hier aus? Das ist eigentlich noch in Ordnung. Gehen wir doch mal auf sehr hoch. Obwohl ich in Larissa lieber ein bisschen höhere öffentliche Ordnung hätte. Ja, die leichten Lanzenreiter, das ist so unsere Standardeinheit quasi. Mit Marschieren! denen können wir schon Wir was können nicht reißen, weiter, meine Herr. ich. Ja, Strategos. Ja, nehmen wir die Bogenschützen Schließen hier Sie auch die mit aufs Flotte an, Schiff. Herr. Ja, ich glaube, das da haut hin. Ist jetzt natürlich doof, wenn wir von den Piraten angegriffen und platt gemacht werden. Das machen die ja Befehle! gerne, wissen wir ja. Aber ich Marschieren! mache mir jetzt auch zum Wir können Beispiel nicht hier. weiter, Herr. Kommen wir auf sehr hoch. Ja, können wir. Gut, machen wir das auch. Können wir dann natürlich auch auf sehr hoch. Jetzt haben wir schon überall die Steuern wieder angepasst. Jetzt haben wir nächste Runde wahrscheinlich auch deutlich höhere Einnahmen. Ja, nee, Diplomat hier unten geht nicht. Da machen wir den Bauern auf jeden Fall, damit wir hier die öffentliche Ordnung pushen können. Okay. Wir sind dann fast durch. Ich kümmere mich hier oben um diese Grenze gar nicht so stark. Denn das Schlimmste, was kommen kann, das ist Dakien. Und Dakien hat jetzt nicht so die Übereinheiten am Anfang. Vor allen Dingen haben die nicht so große Armeen. Wir könnten jetzt Sire, wahrscheinlich sogar bereit schon. machen für den Kampf. Ne, wir müssen 3 Runden Die belagern. Gut, Siedlung dann werden wird die. Dann, belagert, wir Herr. warten. Wir spielen die Zeit Ja, runter. Ich spiele das Strategos. auf jeden Fall slow. In der Zeit bauen wir dann schon mal so eine kleine weitere Armee auf, damit wir uns mit den Griechen anlegen können. Aber wir warten natürlich erstmal, was die so machen. Speichern wir das nochmal. Habe ich irgendwas vergessen? Spion habe ich bewegt und so weiter. Truppen sind Ja, auf dem Weg darüber. Strategos. Herr. Ja, dann können wir mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt kommt Dakin, bietet uns Handelsrechte an, ist wunderbar, machen wir auch. Und die kriegen nochmal unsere Karteninformationen. Ich versuche mir immer schnell so ein bisschen Geld zu holen. Das frischt unsere Kasse auf und ich kann euch ja auch sagen, wir brauchen nicht wirklich. Bereit Ah zum ja, das ist doch mal Unterhandeln? ganz nett. Hier haben wir schon eine Handelsroute mit. Sieht aber eher nach Seleukiden aus. Ah ne, das ist der Hafen von Rhodos, alles klar. Mit den Seleukiden sollten wir uns natürlich vielleicht auch noch eine Handels. Route holen. Hier ist jetzt ein Spion drin, würde ich mal vermuten. Deswegen rekrutieren wir uns mal hier noch einen Bauern. Und weil da so ein frecher Diplomat daneben steht, machen wir das mal nicht. Jawohl, da ist er.
Hier sehen wir es am Aufruhr und es ist wirklich ein Spion und zwar ein darkischer Spion. Ja, Strategos. Das ist bei mir im, als ich das so ein bisschen versucht habe zu spielen, ist mir das aufgefallen. Dann nehmen wir jetzt. Tja, ist die Frage. Das ist nur eine normale Holzmauer, also das schaffen wir dann doch eher gut. Ich denke mal hier, Byzanz werden wir eher angreifen. Das können wir dann auch, sobald wir unsere Truppen da zusammen haben, könnten wir es auch wagen. Es ist jetzt die Frage, was für uns wichtiger ist, Byzanz früh zu holen oder hier den Spion rauszukriegen. Ich würde eher sagen, wir versuchen den Spion da zu killen. Wir können nicht weiter, Herr. Befehle? Okay. Marschieren! Ich glaube, Befehle. Wir können. Befehle? So könnten wir nächste Runde auf jeden Fall angreifen. Befehle? Dann vereinen wir jetzt hier die Truppen. Ja, okay. Das wird er nicht riskieren, uns dort anzugreifen. Bereit. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir setzen mal hier unsere Armee ab. Die Armee. Und dann schippern wir mal wieder ein bisschen zurück. Ja. Ich hab das nämlich nicht so gerne, wenn hier so zwei einzelne Schiffe Mutterseelen allein auf dem großen Ozean rumfahren. Ja, es ist ja nur das Mittelmeer, aber wir kommen auch schon nächste Runde hier hin. Das ist ja wunderbar. Weiter. Dann machen weiter wir das doch mal so. Befehle. Und ich denke, wirklich, Byzanz ist unsere erste weiter Eroberung. Die holen wir uns früher als Athen. Athen hungern wir aus. Ich meine, die haben zwar noch 5 Runden, aber das ist in Ordnung, ja. Gut, der erste Teil, der wird jetzt mal eine halbe Stunde lang, aber ich habe jetzt ja auch ein bisschen viel gequasselt. Ich würde sagen, wir bauen direkt weiter die Minen aus, denn wir können hier schon Zwangspikeniere rekrutieren. Und dann holen wir uns jetzt direkt mal ein bisschen mehr Kohle für die Wirtschaftsgebäude, oder? 3 Runden, wie viel kosten sie? Ja, 3.500 ist schon nicht so ohne, ne? Ja, dann bauen wir hier mal. Ja, hier können wir immerhin Milizsoplieten rekrutieren, wunderbar. Dann holen wir den Händler. Machen wir es wirklich so, dass wir uns erstmal ein ordentliches Finanzpolster verschaffen. Rissa hat die Kaserne gebaut, dann können wir jetzt den Hafen hier bauen. Wunderbar. Und ich pushe jetzt diesmal nicht so krass, wie ich das mit den Seleukiden gemacht habe. Wobei das mit den Makedonen auch super gehen würde, denn die Fraktionen, die hier an uns grenzen, die haben so viele Kriege untereinander, dass wir hier echt wirklich gut aufräumen könnten. Also die Griechen und die Römer müssten sich jetzt mittlerweile im Krieg befinden eigentlich. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Offenbar haben die Römer noch nicht versucht, Syrakus anzugreifen. So, wir können uns noch für 400 Denare, können wir uns noch Truppen leisten. Jetzt können wir in Korinth mit dem Steuersatz hoch. Nächste Runde bauen wir hier den Hafen. Die Frage ist, was machen wir dann? Nehmen wir ein Schiff? Das sind dann schon mal 100 Unterhalt. Das sind 2590 und das hier sind 3000, ne? Ja, ja, doch, also Larissa wächst recht schnell, das ist eigentlich gut. Ich würde sagen, wir holen uns eine Einheit Milizhopliten hier. Hier dann nächste Runde eine Einheit Peltasten. Und dann sind wir da eigentlich ganz gut mit bedient. Und wir haben den Vorteil, dass wir ein sehr schön zusammenhängendes Territorium haben, das sich auch relativ gut verteidigen lässt. Wir müssen gucken, dass wir dann hier schnell eine Landbrücke installieren. Und wenn wir den Griechen Sparta abgenommen haben, dann ist das sowieso Ende Gelände, würde ich sagen. Okay, dann suchen wir die Römer. Sofort. Die Römer befinden sich in der Regel hier. Da sind sie ja. Wunderbar. Dann geben wir denen direkt mal Handelsrechte. Und dann verkaufen wir denen unsere Karteninfo. Für lumpige 400 Denare. Das nehmen die auch auf jeden Fall an. Und wir haben nochmal ein bisschen Kohle gemacht. Phänomenal. Ja, wunderbar. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir noch eine andere Römerfraktion treffen, bevor die hier anfangen, uns den Krieg zu erklären. Aber ich glaube, so lange wird es nicht mehr dauern. Okay, wir gucken uns noch die nächste Runde an. Und dann werde ich das Let's Play, also diesen Part hier beenden. So, gucken wir mal. So, der dakische Diplomat, der verzieht sich nochmal. Ich wüsste gern, was die. Ah, jetzt kommen die Thraker. Ja, das ist ganz nett, aber ich habe da einen anderen Vorschlag. Also Handelsrechte machen wir mal sowieso. Und für 400 Denare kriegt ihr meine Karteninfo. Wenn ihr lieber mit Karteninfos spielt, dann macht das ruhig. Ich mache das immer, weil ich gerne. Ich habe gerne das bisschen extra Taschengeld am Anfang. Das ist nämlich eine sehr, sehr lohnende Sache.
So, jetzt müssen wir Meister. gucken, dass wir hier den dakischen Du Spion befehlst auch. finden. Wir schauen mal noch, was die Thraker hier machen. In der Regel haben die Thraker. Ach, jetzt habe ich vergessen, ich wollte mir ein Bündnis mit denen holen, so ein Scheiß. Denn in der Regel haben die Thraker immer Beef mit Dakien. Dann bauen wir jetzt einfach mal hier einen Diplomaten und nächste Runde versuchen wir uns mit denen ein Bündnis zu holen. Das hätten wir Kann ich direkt machen etwas sollen. Das tun? habe ich jetzt total Sofort. verpennt. Das Weiter geht könnte es für nicht. uns natürlich jetzt Wir können schon nicht weiter. schwierig werden, wenn wir gegen die Thraker so früh kämpfen müssen. Die sind nämlich nicht so ohne. Hier bauen wir direkt den Hafen aus. Hier bauen wir ja noch, hier bauen wir ja auch noch. Ja, wir bauen also noch in allen unseren vier Siedlungen. Und dann seht ihr, wir sind jetzt also schon so fast am Limit dran. Und da machen wir dann auch gar nicht mehr viel mehr. Wir bauen dann in Korinth einfach noch hier die Peltasten erstmal fertig. Und dann haben wir hier bald eine Mein schöne Armee Herr, stehen, womit wir gegen marschieren! Sparta Weiter vorstoßen können. geht Denn die es nicht, Griechen Herr! werden, so wie es aussieht, hier eine sehr große Armee zusammenziehen. Das wird nicht so ohne. Die haben nämlich die besseren Phalanx-Einheiten am Anfang. Aber wir haben halt die Befehle! bessere Kavallerie. Wir müssen dann gucken, dass wir die Kavallerie schnell hier runterbekommen. Es gibt immer noch keine Kreta-Bogenschützen. Befehle! Kriegst du die irgendwo vielleicht? Ich Ja, könnte ihn jetzt Strategos! natürlich hier so Ja, Strategos! runternehmen und mal hier unten gucken. Aber ich glaube, das ist. Ja, doch, bei Sparta. In Sparta kann man Kreta-Bogenschützen kaufen, meine ich. Sparta und hier drüben. Aber dann renne ich bei den Griechen im Territorium rum und dann werden die ganz schnell. Da fangen die schwer an zu sicken. Das will ich natürlich nicht. Zu Diensten. Befehle! So, wir werden jetzt hier Byzanz Bereit machen für den belagern. Kampf! Und wir machen da Siedlung einfach wird nur zwei belagert, Herr! Rammböcke und das langt. Die Siedlung wird belagert, Herr! Herr, Führen dann hier weiter! die Truppen zusammen. Ja, Ich glaube, Strategos! dann brauche ich den Jungen hier Ja, gar nicht. Strategos! Ah, sicher ist Ja, sicher. Strategos! Sicher ist sicher. Wir lassen Stoßen den einfach vor! in Byzanz Diese zurück sind und böse, Herr! dann wird das schon. Wir lassen den dann einfach Bereit! in Byzanz stehen. So. Ich denke, wir scouten mal noch gar nicht so viel rum. Ziehen einfach mal nur die Schiff wird Schiffe bereit. zusammen und schippern mal so ein bisschen hier hoch. Setzt die Segel. Schnüffeln mal hier so ein bisschen rum. Ich glaube, wir holen uns noch ein Schiff. Mir fällt nämlich gerade ein, die Piraten haben 50 Sind Schiffe bereit. hier drin, also 50 Mann, und die haben den höheren Angriffswert. Ja, wir warten noch eine Runde Ja, und wir dann können schippern jetzt wir mit nicht den weiter. Schiffchen, dann schnüffeln wir hier so ein bisschen bei Byzanz rum, damit wir da dann unsere Truppen abholen können für den Krieg gegen Sparta. Wir müssen ja gucken, dass wir auf jeden Fall hier Thermon und Sparta angreifen, denn dann haben wir hier ein geschlossenes Territorium, dann können uns die Griechen nichts mehr. Wir können natürlich auch zuerst Kreta erobern. Das hängt aber davon ab, was die Griechen und die Römer jetzt anstellen. Und da stecken wir halt eben nicht drin, das wissen wir nicht. Also müssen wir da aufpassen und versuchen halt selber schon die Aktion zu ergreifen, okay? So. Wie sieht das denn mit den Steuersätzen aus? Da will ich noch gerade nachgucken. Sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Und sehr hoch wahrscheinlich. Ne, auf hoch. Ja, dann gehen wir jetzt auf sehr hoch. Dann scheint der Spion. Ne, der ist noch drin. Ja, wir haben noch den Weltwunderbonus irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Gucken wir mal gerade. Das Wunder. Ach so, die plus 4 bringen also nur 10% öffentliche Ordnung. Ich hätte gedacht, die bringen ein bisschen mehr. Kann aber auch am Schwierigkeitsgrad liegen. So, dann machen wir hier mal Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Teil, wenn wir Byzanz erobern. Bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat diese kleine Einführung gefallen und ich hoffe, der André freut sich, dass ich jetzt die Makedonen für ihn spiele und ich hoffe, der Jens freut sich, dass ich ihn erwähnt habe. Und ich bedanke mich nochmal beim Jens für die Karte, die wirklich sehr, sehr praktisch ist. Und falls ihr nicht wisst, welche Karte damit gemeint ist, ich muss mal gucken, ob das Ding einen Titel hat. Das heißt einfach nur Rome Total War Karte, glaube ich. Also das kann man auch mal, das kann man ansonsten auch mal bei Google eingeben und dann werdet ihr das finden. Und auf der Rückseite, das kam irgendwie mit der Limited Edition, da ist auch so ein Technologiebaum von den Römern dabei. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Okay, ja, also, dann sage ich nochmal danke fürs Zugucken und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Teil dabei seid. Macht's gut bis dahin. Tschüss.